Herzlich willkommen zu deiner heutigen Yin-Yoga-Einheit. Es geht wieder darum, Beschwerden, die wir vielleicht aus unserer Homeoffice-Tätigkeit mit uns tragen, denen ein bisschen entgegenzuwirken. Und deswegen werden wir heute die Körpervorderseite etwas dehnen, die Hüftgelenke und die Schultern öffnen. Wir beginnen in einer Rückenlage. Doch zuvor bitte ich dich, folgende Hilfsmittel parat zu haben. Du brauchst für die heutige Einheit zwei Yoga-Blöcke. Hast du keinen Block zur Hand, kannst du auch Bücher benutzen oder zwei Päckchen Kaffee, die noch geschlossen sind. Und du brauchst auch eine Decke, die du entweder in die Form von so einem Kissen rollen kannst oder vielleicht hast du auch ein Kissen, das du so ein bisschen in so eine längliche Form geben kannst. Einfach als eine Alternative für die ein oder andere Übung. Und die Decke natürlich auch für die Endentspannung für Shavasana. Wir beginnen im Liegen und ich zeige dir hier verschiedene Varianten. Du setzt dich zunächst so auf die Matte, dass du noch genügend Platz hinter dir hast, um dich abzulegen. Die Füße stehen hüftgelenksweit, Knie zeigen zur Decke. Und du holst dir schon mal deine beiden Blöcke nah an die Matte heran. Und jetzt nimmst du einen Block und du kannst zwei Level ausprobieren. Entweder den Block ganz flach hinlegen, Stufe 1, oder Stufe 2, quer hoch an diesen Block zu nehmen. Stufe 3 würde ich für diese Übung nicht empfehlen. Probier das gerne aus und bring den Block mal in eine Position hinter dich, hinter deinem Körper, der dir ermöglicht, die Schulterblattspitzen darauf abzulegen. Und dann kannst du hier den Oberkörper sinken lassen, schön nach hinten aufblättern. Wenn dir das mir zu anstrengend ist, den Kopf sehr zu überstrecken, ist dein Nacken strapaziert in den zweiten Block oder ein Kissen und polstert dir so ein bisschen den Hinterkopf. Du kannst auch die zweite Stufe nehmen, in der Blockhöhe. So langsam arbeitest du dich hier rein.
oder solltest du mehr zur Seite oder nach oben ablegen. Stellst die Füße wieder auf und kommst ganz sanft zurück ins Sitzen. Löst die Blöcke, pack sie zur Seite, legst dich wieder auf der Matte ab. Stellst die Füße mattenbreit auf, lässt die Knie nach innen fallen und genießt für einen Moment die Entspannung, die sich nun wieder im oberen Rücken einstellt nach dieser ersten Rückfolge. Hüftgelenksweit die Füße. Und du nimmst dir nun einen Block und hast wieder die Möglichkeit, verschiedene Level auszuprobieren. Wir bringen den Block unter unser Kreuzbein. Das ist das flache Level, das ist Level 2. Level 3 ist den Block hoch anzustellen. Probier aus, was sich für dich gut anfühlt. Starte vielleicht mal mit der flachen Stufe, leg das Kreuzbein darauf ab. Und spür, wie sich das anfühlt. Vielleicht probierst du auch Stufe 2. Und wenn du möchtest und du mit Rückbeugen gut zurechtkommst, dann nimm hier die höchste Stufe, stell den Block hochkant unter das Kreuzbein. Probier aus, ob du genügend Stabilität hast. Die Arme neben dem Körper ab. Und wenn du möchtest, kannst du die Beine hier lang ausstrecken. Wenn du deine Position gefunden hast, deine Höhe vom Block, schließ die Augen und werd wieder noch Beobachte deines Stellst du die Füße wieder hüftgelenksweit auf
Nimmst den Block noch einmal auf der niedrigsten Stufe, packst ihn unter das Kreuzbein. Dann holst du dir das rechte Knie an den Oberkörper ran, faltest die Hände, legst sie auf das Schienbein und streckst das linke Bein lang aus. Die Schulterblätter und der Hinterkopf sind in Kontakt mit dem Boden. Direkt neben deinem Gesäß platziert ist.
merkst du, dass das nicht einfach für dich ist oder das Knie dir abheben möchte, dann setz dich auf einen Block. Bring den Block genau unter deine Sitzbeinknochen. Das hilft dir auch, den unteren Rücken hier zu längen, zu begradigen und nimmt die Intensität aus der Dehnung für den rechten Oberschenkel. Und dann sitzt du entweder auf einem Block und bleibst genau hier. Vielleicht sitzt du auch auf der Matte. Und sollte das alles leicht für dich erreichbar sein und du noch keine intensive Dehnung hier spüren, dann darfst du gerne etwas weiter gehen. Setz die Hände hinter dem Körper ab, wanderst ganz langsam auf die Unterarme, legst die Unterarme ab. Und vielleicht möchtest du noch etwas weitergehen, den Oberkörper ablegen, veränderst dabei die Position der Beine nicht. Stell sicher, dass du eine Position findest, die dir ein Gefühl von Ruhe und angenehmer Dehnung verschafft, ohne Schmerzen zu verursachen. Und egal in welcher Position du bist, du schließt die Augen, kehrst wieder nach innen. Oberschenkel zum Liegen. Du schaust auf die linke Fußsohle direkt neben deinem Gesäß. Fußrücken ist in die Matte geerdet. Und wieder probier verschiedene Stufen aus. Fang vielleicht mit dem Block an unter deinen Sitzbeinknochen. Vielleicht kannst du auch auf der Matte sitzen. Wenn du das Gefühl hast, es soll irgendwas dazwischen sein, dann nimm mein Buch, das nur halb so hoch ist wie der Block, oder falte dir eine Decke ganz dünn. Kannst du dich langsam in diese Position vorarbeiten. Und wenn du von hier noch etwas weitergehen möchtest, bringst du die Hände hinter deinen Körper und wanderst ganz langsam zurück mit den Unterarmen. Kannst vielleicht den ganzen Oberkörper ablegen. Dass Schultern und Hinterkopf mit dem Boden in Kontakt sind, in den Boden sinken können. Thank you.
richtest zunächst den Oberkörper auf, löst, den linken Fuß lockerst, beide Beine. Und dann kommst du hier mal in einen bequemen Sitz. Zum Ausgleich beugen wir uns mal etwas nach vorne. Einatmen, längst du die Arme nach oben. Längst die Wirbelsäule und ausatmend neigst du dich zunächst von der Hüfte mit geradem Rücken nach vorn. Setzt dann die Hände vor dir ab und rollst dich Wirbel für Wirbel hier nach unten. Und vielleicht ist deine Vorbeuge hier. Vielleicht ist eine gute Variante, dass du dir hier die Blöcke aufbaust. Den Boden näher zu begrüßen und die Stirn entspannt ablegen. Vielleicht kannst du auch tiefer in die Vorbeuge sinken. Achte darauf, dass deine Sitzbeinknochen auf der Matte bleiben, Kontakt mit dem Boden haben. Dann erlaube dir, hier loszulassen von der Geschwindigkeit des Alltags. Nimm wahr, wie der Einatmen dir weiter im Rücken schenkt. Und ausatmen, atme all die Spannungen und Anspannungen aus Körper und Geist weg. Richte dich hier gerade auf, bring die Hände ins untere Kreuzbein, roll die Schultern auf, sodass die Ellbogen schön nach hinten weg zeigen, nicht zur Seite, sondern gut nach hinten. Und atme hier ein und ganz langsam schiebst du das Becken nach vorn, faltest die Körpervorderseite auf, schaust zur Decke. Variierst ein bisschen, welche Blickrichtung für deinen Nacken angenehm ist. Möchtest, dass hier die Oberschenkel senkrecht aufgerichtet bleiben, der Winkel im Knie bleibt erhalten, du gehst in eine Rückbeuge und dehnst damit die Körpervorderseite. Löst du das auf, setzt die Fußspitzen ab, den Po bringst du auf die Fersen und dann kommst du einmal in die Stellung des Kindes. Ausgangsposition für das Körper. Wir gehen eine Stufe weiter
Und du entscheidest, ob du so weit gehen möchtest oder ob du zu der vorherigen Variation zurückkehrst. Du stellst die Fußspitzen auf, atmest ein, längst dich und schiebst dann das Becken nach vorne, beugst dich zurück. Wenn es hier für dich ausreichend bleibst, vielleicht möchtest du auch die Hände lösen, auf die Fersen bringen, dann fächerst du dich hier richtig nach vorne auf, stellst sicher, dass Oberschenkel senkrecht aufrichtig bleiben. Komplette Körpervorderseite, den Oberkörper dehnst, den Kopf nach hinten senken lässt. Fußrücken wieder auf und das zur Entspannung wieder in die Position des Kindes kommen. Entspannst den Rücken. Lässt los. Vorderseite strecken kannst. Und du entscheidest, wie weit der Kopf sich zurückbeugen soll. Wenn die komplette Rückbeuge unangenehm ist, richte den Blick etwas auf. Halte hier. Sanft richtest du dich auf, legst den Po auf die Fersen und noch einmal kommst du in die Stellung des Kindes. Entspannst den unteren Rücken. Spürst in deinem Körper, vielleicht gibt es Bereiche, wenn du jetzt besonders viel Wärme spürst. Durchblutung deines Körpers, was besonders intensiv ist und somit deiner Muskulatur Entspannung verschafft. Kommst du wieder nach oben
Schulterblättern aus. Knie sind hüftgelenks weit und in Einatmen senkt sich der Rücken, der kippt sich an. Ausatmen wird der Rücken rund, das Kinn kommt zurück. Einatmen senke den Rücken, das Herz scheint nach vorne weg. Ausatmen, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Kinn kommt zurück. Zur Seite. Beide Knie haben einen rechten Winkel. Und dann atmest du hier ein, findest länger. Bringst die linke Hand aufs rechte Knie, die rechte Hand neben dich und mit dem Ausatmen drehst du dich vom Bauchnabel aus zur Seite. Und entweder möchtest du genau hier bleiben, vielleicht kannst du dich auch zur Seite ablegen, auf die Unterarme kommen. Den gesamten Oberkörper ablegen. Du findest deine Variante, die dir gut tut und dir Wohlbefinden schenkt. Die Entspannung zu genießen.
gut sein. Spürst du den Oberkörper wieder zurück, findest eine sitzende Position, löst beide Beine auf und lass dir mal in einem Scheibenwischer die Knie nach rechts und links sinken lassen. Hand kommt dazu, hilft dem rechten Ellbogen nach hinten und mehr nach innen.
öffnest und dehnst hier rechte Flanke, den rechten Trizeps. Der Nacken ist frei, die Kopfkrone kann bequem ganz entspannt nach oben streben. Schließ deine Augen und kommst ins Spüren. Die Schultern. Löst den Sitz auf. Stellst die Füße mattenbreit auf. Die Hände hinterm Körper. Atmest die Ein- und Ausatmung. Lässt du ein Knie nach innen fallen. Es kommt einatmen wieder nach oben und ausatmen. Darf das andere Knie zur Mitte fallen. Und wechsel noch ein paar Mal. Einatmen, Knie aufrichten, ausatmen. Du löst auch das auf und kommst in eine liegende Position. Schulterblätter und Hinterkopf. Der Kontakt zur Matte finden. Wenn du möchtest, kannst du auch um das linke Schienbein.
bisschen hier ein und mit dem Ausatmen müssen die Knie nach rechts fahren. Prüfst, ob das linke Schulterblatt sich noch gut in der Mitte erdet. Was war mit Schwierigkeiten oder du hast das Gefühl, dass der Twist sehr intensiv ist und der Kreuz und dir das rechte Knie mit anbelocken? Finde ich, dass du genauso hier liegen bleiben, wie es für dich gemütlich ist. Dann kannst du den Blick nach links bringen und zur Runde schauen. Für dein Shavasana. Du möchtest vielleicht noch was Wärmeres anziehen, ein paar Socken, ein Pulli, du möchtest vielleicht deine Decke holen oder zwischendurch etwas trinken. Shavasana empfehle ich dir, eine Rückenlage einzunehmen.
die Füße mattenbreit auszubringen. Die Fußspitzen dürfen nach außen fallen. Sich bequem auf den Rücken ablegen. Kannst dir, wenn du möchtest, mit einer gerollten Decke oder einem Kissen auf die Knie etwas unterpolstern. Das entspannt den unteren Rücken. Die Arme liegen entlang des Körpers, Handflächen zeigen zur Decke. Du schließt die Augen, genießt nun in deiner Rückenlage die Entspannung. Das Shavasana, durch das ich dich nun fühle. Weit öffnen und die Lippen dann sanft aufeinander ablegen. Zunge und Kiefer sind entspannt. Deine Augen liegen schön in Augenhöhe. Deine Gesichtszüge sind weich. Nichts mehr tun und es gibt auch keinen anderen Ort, an dem du jetzt sein musst. Das nun wahrnehmen, das kribbelnde Gefühl einer warmen Welle der Entspannung auf die Reise durch deinen Körper geht. Beginnt deine Zehen zu entspannen. Deine Fußsohlen und Fußrücken, deine Fersen und Fußgelenke. Deine Füße sind entspannt und das wohlige, warme Kribbeln der Entspannungswelle setzt seine Reise durch deinen Körper fort und entspannt nun auf. Schienbeine und Waden, deine Kniegelenke, deine Oberschenkel und Hüftgelenke. Die warme Welle der Entspannung steigt weiter auf. Breitet sich das wohlig warme Kribbeln aus. Entspannt dein Brustwirbelbereich und lässt deine Schulterblätter noch tiefer, noch entspannter in die Matte sinken. Gesamter Körper darf sich entspannen, ist erfüllt von dem wohligen, warmen Kribbeln, das nun auch über deinen Nacken, deinen Hinterkopf erreicht. Sich ausbreitet über deine Kopfkrone, deine Stirn. Schließlich liegt
wirkt sich die Entspannung auf über Nase und Kinn. Du fühlst dich wohl. In deine Hände und Füße einkehren. Bringst beide Hände über den Kopf zusammen und streckst dich ganz lang aus, von den Fingerspitzen bis zu den Zehen. Rollst du dich auf deine rechte Körperhälfte und verweilst dort noch einen Augenblick. Und wenn du soweit bist, kommst du zurück ins Sitzen. Lass die Augen noch geschlossen. Richtest dich nochmal von der Wirbelsäule bis zur Kopfkrone gerade auf. Bringst die Schultern zu den Ohren, rollst nach hinten ab, die Hände liegen entspannt auf den Knien. Spürst noch einmal nach. Spürst der Entspannung in deinem Körper und deinem Geist nach. Bringst die Hände vor dem Herzen ins Anjali Mudra. Beschenkst dich selbst mit einem Lächeln und bedankst dich bei dir, dass du dir Zeit für dich, für deine Yoga-Praxis genommen hast. Und atme durch die Nase ein
Und alles durch den Mund aus. Noch zweimal durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Ein letztes Mal. Ich bedanke mich, dass du diese Yoga-Praxis mit mir getragen hast.